Leute, ich hoffe, ihr habt noch so viel Geduld, das anzuhören, was ich jetzt zu sagen habe. Und freut mich. Winfried Herrmann, unser Verkehrsminister, hat, als er noch nicht Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg war, auf der Montagsdemonstration am 11. Januar 2010 über Stuttgart 21 Folgendes gesagt: Dieses Verkehrsprojekt ist mit Abstand das größte, das teuerste, das riskanteste und das dümmste Projekt in der Geschichte der Eisenbahn. Wir wissen schon längst, dass dieser Bahnhof in Wahrheit gar kein Verkehrsprojekt ist, sondern ein Immobilienprojekt mit angehängtem Tiefbahnhof, bei dem die Deutsche Bahn, die schwäbische Baumafia und einige Investoren einen ganz großen Reibach machen wollen, auf Kosten der Steuerzahler und der Bahnkunden. Koste es, was es wolle. Ich weiß, Ministerpräsident Kretschmann denkt ähnlich. Ich weiß auch, die meisten Parteimitglieder der Grünen denken so. Aber so fragt man sich unwillkürlich, weshalb machen Sie es trotzdem? Weshalb begleiten Sie ein Projekt, das Sie für falsch, ja sogar für schädlich und verhängnisvoll halten, allenfalls kritisch, ja oft genug nicht einmal das? Diese Frage sollten wir sämtlichen Volksvertretern in Stadt, Land und Bund stellen, die ja von uns gewählt werden wollen und die verpflichtet sind, unsere Interessen zu vertreten und nicht die irgendwelcher Großkonzerne. Wir sollten sie auch den Ministern und dem Ministerpräsidenten unseres Landes stellen, und zwar so: Gibt es für Sie eine Grenze des Zumutbaren, bei deren Überschreitung Sie sagen, das mache ich nicht mit? Mein Verstand, mein Gewissen und mein Amtseid sagen mir und verpflichten mich, Schaden vom Volk abzuwenden, weshalb ich Nein sagen muss zu diesem mit Abstand größten, teuersten, riskantesten und dümmsten Projekt in der Geschichte der Eisenbahn. Die Grünen müssen sich heute fragen lassen und selbst fragen, ob der Preis, der ihnen von der Schmidt- und Schmiedel-SPD abgepresst wurde bei den Koalitionsverhandlungen, nicht zu hoch war. Und ob es nicht besser gewesen wäre, diesen Preis nicht zu bezahlen und glaubwürdig zu bleiben. Gerhard Eppler, ein SPD-Politiker aus einer Zeit, als die SPD im Südwesten noch eine ernstzunehmende Partei war, hat einmal gesagt, das Kostbarste für einen Politiker ist seine Glaubwürdigkeit. Er kann sie so leicht verlieren und es ist so schwer, sie wieder zurückzugewinnen. Die Grünen haben für mich ihre Glaubwürdigkeit verloren. Ihre faktische Zustimmung zu Stuttgart 21 zwingt Sie nahezu, alle Ihre Grundsätze über Bord zu werfen. Und zwar den Natur- und Umweltschutz. Denken Sie an den Schlossgarten, den Vorrang für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr vor dem Autoverkehr, eine Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen, die diesen Namen auch wirklich verdient, und den sparsamen Umgang mit Energie, denn Stuttgart 21 verbraucht ein Vielfaches an Energie im Vergleich zum Kopfbahnhof.
Es sieht zurzeit so aus, als würden die Chancen für einen Baustopp mit jedem Monat, mit jedem Jahr dahin schwinden. Indem die Politik des Faktenschaffens, des Aussitzens und des Totschweigens in den Medien fortgesetzt wird. Auch in unseren Kreisen breiten sich Müdigkeit, Erschöpfung, Ratlosigkeit und Enttäuschung aus. Immer wieder hören wir von Bekannten und Unbekannten, die Sache ist doch gelaufen. Was wollt ihr denn jetzt noch? Die Bauarbeiten sind doch schon im vollen Gang. Und die Befürworter sagen triumphierend, ihr seid halt schlechte Verlierer, denn ihr könnt euch nicht damit abfinden, dass euer Widerstand gescheitert ist. Und doch wage ich die Prophezeiung, dieses mit Abstand größte, teuerste, riskanteste und dümmste Projekt in der Geschichte der Eisenbahn wird scheitern. Es wird scheitern am unlösbaren technischen Problemen, an den 122 riesigen Haniasers, an der Inkompetenz der Planer und am Mangel an Geld, weil die Schuldenbremse der Freigebigkeit der öffentlichen Hand in Zukunft unüberwindbare Grenzen setzt. Für einen Baustopp ist es daher noch nicht zu spät. Denn für die Umkehr auf einem Weg, den man als falsch und verhängnisvoll erkannt hat, ist es niemals zu spät. Wir alle machen Fehler. Jeder Mensch und sogar jede Regierung macht Fehler. Das ist nicht wirklich schlimm. Wirklich schlimm ist, wenn man sich weigert, einen Fehler zuzugeben und zu korrigieren. Noch kann der Fehler Stuttgart 21 korrigiert werden. Abgesehen von den Bäumen im Schlossgarten und im Rosensteinpark, die erst in 100 Jahren nachgewachsen sein werden. Noch kann der Fehler korrigiert werden. Denn noch längst ist der Punkt nicht erreicht, an dem die Ausstiegskosten auch nur annähernd die Kosten für die Fertigstellung des Bahnhofs übersteigen. Wenn er denn überhaupt jemals fertig wird, woran ich zweifle. Ich sehe voraus, dass dieses Monsterprojekt eines Tages in halbfertigem Zustand aufgegeben werden muss. Es wird dann als Mahnmal gegen Größenwahn in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Ich schlage dem neu zu wählenden Stuttgarter Stadtrat allen Ernstes vor, im Turmforum des Bahnhofs eine Ausstellung über das Scheitern dieses Projekts einzurichten. Mit anschließender Besichtigungstour durch die halbfertigen Tunnelröhren. Dann profitiert wenigstens die Tourismusbranche von diesem Desaster. Und als Museumswärter schlage ich Herrn Dietrich vor. Ich bin sicher, das kann er auch. Weil Stuttgart 21 früher oder später scheitern wird, ist es so wichtig, die Montagsdemos weiterhin mit Leben zu erfüllen. Denn sie sind ein Stachel im Fleisch dieses Monsters. Diese Montagsdemos sind einmalig. Sie halten den absoluten Weltrekord. Sie müssen aber nicht nur organisiert werden, sie kosten auch ziemlich viel Geld. Jede Münze, jeder Schein, den wir in die Sammelbüchsen geben, ist ein Akt des Protests und des Widerstands gegen das Stuttgart 21-Monster.
selbst wenn die Montagsdemos in den Medien weitgehend totgeschwiegen werden, so werden sie doch im Rathaus hier neben mir und in der Villa Reitzenstein dort oben sehr wohl zur Kenntnis genommen und aufmerksam beobachtet. Da könnt ihr sicher sein. Das gilt aber nicht nur für die Montagsdemos, das gilt gleichermaßen für die Mahnwache, für die Berufs- und Bezugsgruppen, die großartigen Musikgruppen, die wir hier immer wieder erlebt haben, die Künstler und die Wissenschaftler gegen Stuttgart 21. Ich meine, dies ist der rechte Augenblick, all diesen Gruppen und Einzelnen für ihren selbstlosen Einsatz zu danken. Ich selbst bin seit 40 Jahren in Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen aktiv. Doch so viel Engagement, so viel Fantasie und Kreativität, so viel Mut und Ausdauer habe ich noch selten erlebt. Das hätte ich meinen Stuttgarter Mitbürgern niemals zugetraut. Ja. Natürlich müssen wir uns fragen und fragen lassen, wenn Stuttgart 21 das mit Abstand größte, teuerste, riskanteste und dümmste Projekt in der Geschichte der Eisenbahn ist, wie kommt es denn, dass die große Mehrheit unserer Volksvertreter, ich sage unserer Volksvertreter im Stadtrat, im Landtag, im Bundestag dafür ist? Sind die denn alle intellektuell unterbelichtet oder korrupt? Ich habe nur eine Erklärung für dieses bemerkenswerte Phänomen gefunden. Und die lautet, es ist die Gier nach Geld, nach Macht und Prestige, die dahinter stehen. Erinnert ihr euch an die drei Worte, die in großen Lettern auf einem Plakat direkt neben dem Nordausgang des Bahnhofs zu lesen waren, als er noch offen war? Das ist etwa 3 Jahre her jetzt. Sie lauteten, Gier frisst Hirn. Ja, Gier frisst Hirn. Diese drei Worte treffen den Nagel auf den Kopf, und zwar nicht allein im Hinblick auf das Immobilienprojekt Stuttgart 21 nebst angehängtem Tiefbahnhof, sondern gleichermaßen auf die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und all die anderen Projekte der Stadtzerstörung hier in Stuttgart. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, diese Gier korrumpiert nicht nur unser Wirtschaftssystem, sondern auch unser politisches System. Schon heute wird Stuttgart 21 in einem Atemzug mit der Elbphilharmonie in Hamburg und dem Berliner Großflughafen als Beispiel für gigantische Fehlplanungen und Fehlinvestitionen genannt. Die Elbphilharmonie und der Berliner Großflughafen sind schlimm genug, doch Stuttgart 21 wird sie noch bei weitem übertreffen. Stuttgart mit seinen 600.000 Einwohnern braucht einen funktionierenden Bahnhof. So einen, wie es mit dem Kopfbahnhof gehabt hat. Nun sollen wir stattdessen mit einem kleinen Stadtbahnhof mit 8 Gleisen beglückt werden, der Kopf unnötig ist und der, wenn er denn jemals fertig wird, doppelt so viel kosten wird wie der Berliner Großflughafen für eine 3,5 Millionen Stadt. Das muss man sich mal klar machen. Doppelt so viel wie der Großflughafen für eine 3,5 Millionen Stadt. Wenn der Bau von Stuttgart 21 über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands entscheidet, wie die Bundeskanzlerin bereits vor 4 Jahren erklärte, so sehe ich schwarz für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
könnte ich mit Frau Merkel sprechen, so würde ich ihr sagen, so wie die Herren Wowereit und Platzek die politische Verantwortung für das Desaster des Berliner Flughafens tragen, so tragen Sie, Frau Bundeskanzlerin, die politische Verantwortung für Stuttgart 21. Appelliere ich an Sie, stoppen Sie dieses Monsterprojekt, ehe es noch weiteren Schaden anrichtet. Sie haben den Mut gehabt, in der Energiepolitik mit dem Ausstieg aus der Atomkraft eine radikale Wende zu vollziehen. Diese Wende war richtig und zukunftsweisend für die ganze Welt, selbst wenn sie noch nicht in trockenen Tüchern ist. Haben Sie den Mut, bei Stuttgart 21 ebenfalls eine Kehrtwende zu vollziehen. Sorgen Sie für den Ausstieg aus diesem mit Abstand größten, teuersten, riskantesten und dümmsten Projekt in der Geschichte der Eisenbahn. Noch ist es nicht zu spät. Davon bin ich überzeugt. Oben bleiben!